Aloha und willkommen zu Fae Farm. So, wir gehen jetzt hier in die treibenden Ruinen und schauen uns das ganze Spiel mal an. Oh, hübsch ist es auf jeden Fall. Warte, was steht da? Bringe zwei magische Kugeln zu den Säulen, um die Tür zu öffnen. Oder lege ein Verlies-Siegel in den Teleporter. Oh Gott, was braucht ihr für Siegel? Fierit-Siegel. Ja, das habe ich nicht. Oh, und hier drinnen bin ich komplett ausgeliefert. Okay. Ich weiß halt nicht, wie lange der braucht. Also, wie lange der wirkt. Aber ein bisschen. Es geht nicht so schnell runter. Ja, dann gucken wir uns das hier doch alles mal an. Kann ich irgendwas mit euch machen? Nee. Ist das hier... Nee, das ist kein Ferit, oder? Doch, das ist Ferit. Was ist das denn hier? Oh. Schattengilly. Aha. Ganz viele neue Ressourcen. Und wir haben Ferit. Das heißt, wir können bald unsere Werkzeuge wieder upgraden. Ja, richtig gut. Ich dachte halt erst, das wäre auch Eisen. Ja, aber ich habe leider keine Siegel. Aber das waren auch Ferit-Siegel, ne? Das heißt, wir müssen so oder so haufenweise Ferit sammeln. Ja, Ferit. Ganz viel Ferit. Was ist das hier? Das ist ein normaler Stein. Okay. Achso, ich habe so einen fancy Steinstein gekriegt. Ach, das ist das, was ich hier hinbringen soll, ne? Hier einen haben wir. Aber diesmal dann keine Schalter suchen, sondern einfach das hier. Diese komischen Leuchtedinger. Irgendwie komisch mit den Statuen, dass die einen die ganze Zeit angucken, ne? Hallo. Wer auch immer mich da drüber beobachtet. Ich bin nett. Kannst du das lassen mit dem Miasma? Das wäre ganz toll. Ach, guck mal. Das ist ein bisschen gruselig. Dass die einen die ganze Zeit verfolgen. So vom Blick her. Na gut. Ja, aber Ferit nehme ich auf jeden Fall mit. Das brauchen wir ja so oder so. Achso, jetzt kann ich einfach durch? Jo. Hier ist auch immer noch Ferit. Ferit, ja. Okay. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Die haben da so Edelsteine. Oh. Ja, aber wenn ich das schon höre... Das sind einfach... Oh, das sind böse Bücher. Oha. Oh, hier ist es ganz schön zerkluftet, ne? Na ja, ich buddel hier mal ein bisschen. Das brauchen wir bestimmt alles für irgendwas. Ich weiß nicht für was. Schattengelee. Ah, sag mir jetzt gerade also vom Bild her auch nichts. Aber wer weiß. Lieber haben als brauchen, ne? In dem Spiel hier sowieso. Du kommst weg. Da war eine Pflanzenfaser drin. Aua, aua, aua. Ey. Ein Silberbarren-Rezept. Das war Silbererz. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt weiß ich auch, was... Oh, jetzt habe ich aus Versehen das gute Essen gegessen. Huch. Hoppala. Jetzt weiß ich aber auch, was die meinte mit... Nimm auf jeden Fall genug Essen mit. Das sieht ordentlich an Leistung.
frag mich gerade, ob beide Bobbles dann einfach um mich herumschwören, wenn ich beide halt finde. Oh, bis Ebene 25, das dauert auf jeden Fall. Das werden wir heute nicht schaffen. Ich würde das aber den Tag hier über machen. Dann habt ihr es zumindest auch mal gesehen. Dann können wir mal gucken. Dann werde ich das privat wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen. Aber wir haben irgendwo Silber gefunden. Kann ich das ja auch mitnehmen? Nee. Silber haben wir nur durch das Buch gefunden, ne? Das ganze Ferit, ne? Da kommen aber auch nur zwei Stück raus jeweils. Oh, unbedingt bessere Sachen. Unbedingt bessere Werkzeuge. Das ist ja ein Käse. Warum habe ich das Gefühl, hier dauert das auf jeden Fall ein bisschen länger, bis auf Stufe 25 zu kommen. Vor allem, um unsere Sachen auf Ferit hochzustufen, brauchen wir ja auch Geld. Bei Geld wird es dann, glaube ich, anfangen zu mangeln. Oh, da habe ich den zweiten. Hey, 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 hey. Ich habe doch den Stab ausgerüstet. Es ändert einfach immer zurück. Warum? Es hat einfach immer wieder zurückgeändert. Wie gemein. Ich habe immer den Stab ausgewählt und dann war der wieder weg. Aber beide Bobbles fliegen direkt um mich herum. Das ist gut. Das mit den Statuen ist aber noch gruselig. Kann ich auch nicht kaputt machen, ne? Hm. Hey! Was ist das? Gibt's noch mehr von den Schlawinern hier, oder? Ja, das kann ich nicht abbauen. Jetzt habe ich aber alle kaputt gemacht. Jetzt beruhigt sich die Musik wieder. Ich muss gleich mal gucken, wie viel von dem Ferrit wir haben. Wahrscheinlich gar nicht so viel, weil wir immer nur zwei rausbekommen. Das ist Silber. Wollen wir den Ferrit? Ja, oh, es geht. 43. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ist aber auch cool, die zeigen mir so ein bisschen, wo sie hinwollen. Also muss ich hier nicht alles komplett absuchen. Aber ich kann doch hier bestimmt auch gucken. Ja, hier braucht man auf jeden Fall ordentlich was zu essen. Zum Glück habe ich noch haufenweise Zeug in meinem Lager. Warte, ab hier zeigen sie es mir jetzt aber nicht mehr, wo sie hinwollen.
Ah, ich hab's gar nicht gesehen. Die leuchtet so gut. Hier, oder? Ja. Hier einmal hin. Da einmal hin und durch. Oh ja, das wird hier auf jeden Fall länger dauern. Auch wieder einfach normales Ferritziegel. Danach vielleicht wieder neues. Also wenn graviertes oder... Oder wie das hieß. Gehe ich hin? Runter? Noch da? Ich weiß es nicht. Wir können gar nicht mehr so lange machen. Wir haben ja schon gleich 21 Uhr. Also im Spiel. Ach guck mal, da war direkt der zweite. Sehr gut. Ja, wir müssen gleich wieder raus. Oh, hier ist auch ein bisschen verwickelter als in den Salzwasserminen. Es muss ja auch noch mehr Ressourcen geben. Irgendwann müssen noch Ressourcen kommen, die ich noch nicht kenne. Hier auch normales Ferritziegel, okay. Aber 4 Stück davon schon. Ich hab gesehen, dass du mich bewegt hast. Wer bist du denn? Das war die Zeit. Ein rauer Smaragd. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, was ich zwischen den Folgen machen werde. Wir werden hier definitiv Ressourcen sammeln. Definitiv. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Vielleicht ja auch im Stream. Ich überlege gerade. Ich habe den Streamplan noch nicht fertig gemacht. Oh, das kann ich nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wird wieder gefarmt, ordentlich. Ah, schaffe ich nicht mehr. Oh, ich falle auch bald um, ne? Ja, ich glaube, nach Hause laufen bringt es jetzt eh nicht. Dann lass uns doch einfach umfallen. Erstmal den einen hier. Aber hier ist immer noch keine neue Ressource, ne? Also nur von dem Buch habe ich was bekommen. Jo, es wird spät. Ich weiß. Naja, wir fallen gleich um. Einfach die böse Taschenuhr. Ich kann nicht mehr so viel essen müssen. Oh, den muss ich auch noch. Das wäre sonst nicht gut geendet. Da haben wir das nächste. Na, kriege ich das noch auf? Nee, da falle ich vorher um, ne? Oh, oh. Aha! Mist! Gerade beim durch die Tür gehen. Ja, okay. Käse. Na gut. Na gut, jetzt habt ihr es aber auch mal gesehen. Und jetzt kann ich euch mein Haus zeigen. Ich habe hier ein bisschen umgestellt, wie ihr sehen könnt. Ich habe das hier ein bisschen hier hingestellt und alles.
So, und wir haben jetzt einen Durchgang. Und wir können jetzt auf den Dachboden gehen. Guckt mal. Guck mal, das ist jetzt mein kleines cozy Schlafzimmer. Ich finde das toll. Ich finde, ich habe das toll gemacht. Ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das habe ich nämlich an dem einen Tag dazwischen sozusagen gemacht. Ja, ansonsten... Hier waren ja noch ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Oh, ich kann eine herstellen. Oh. Ja, gut. Dann kann das alles weg. Das verschiebe ich auch mal nach hier unten. Ich muss das, glaube ich, mal mit meinem... So. Oh, hier. Wieder alles aufgefüllt. Wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt so gucken, wegen dem Ferrit. Wollte sie nur normalen Ferrit haben? Ich weiß das gar nicht, wie viel sie wollte. Also, wenn es um die Sachen geht mit den... Oh, das war nicht gut. Wenn es um die Sachen upgraden geht, da weiß ich gar nicht, wie viel sie will. Und ob sie Ferrit barren will oder will sie normales Ferrit? Sie wollte schon barren, ne? Ah, da müssen wir gleich mal gucken gehen. Genauso, was die Ferrit-Siegel brauchen. Ist die Siegelstation? Ferrit-Erz. 4 Stück, das geht ja noch. So, wir rennen mal schnell auf den Marktplatz. Gibt es bei dir eigentlich noch mehr Upgrade? Oh, ich wollte nicht mit dir chatten. Entschuldigung. Ist hier von dir? Nee. Also, wir haben Taschen-Upgrade ist voll. Mehr ist nicht. Ein kleines leeres Regal. Ah, so kriegen wir Sachen. Ich habe nämlich Regale platziert und ich habe mich gefragt gehabt, ob man da was raufstellen kann. Aber ich habe nichts gefunden. Aber so ergibt das natürlich Sinn. Dass man das hier quasi bei den Leuten abgibt und die packen mir da was rauf. Aha. Was willst du eigentlich für das nächste Haus-Upgrade? Kupferbarren. Buchenholz. Das sind eigentlich alles Sachen, die super schnell zu holen sind, ne? Ich habe mich um mein Haus anscheinend sehr lange nicht gut gekümmert. Mensch, aber es sind halt auch immer 6000 Geld halt, ne? So, jetzt lass mich mal zu dir. Was willst du? Wie viel hättest du gerne dafür, dass du mir die Sachen upgradest? Ferritbarren. 3 Stück pro. Okay. Das Wichtigste sind ja erstmal eh die beiden Sachen. Das Minimum 6 und 1500, das heißt 3000 insgesamt. Also wenn ich die beiden upgraden will, jetzt nicht für alles 3000, sondern, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Ferritbarren. Da ist meine ganze Ressourcen instant wieder weg, ne? Autsch. Vielleicht reicht es ja auch erstmal, wenn ich nur die Hacke mache. Aber das ist schon Autsch, weil ich brauche ja auch ein paar Siegel. Oh, das sind 11. Ich brauche, ich weiß nicht, 6? Wobei, ich kann ja auch mehr herstellen, weil hier gibt es ja auch noch, ne? Die hier. Also gehämmerte und graviert, also gehämmert und graviert wahrscheinlich, oder? Ja. Unentdeckter Gegenstand. Grauer Rosenquarz, ja, den habe ich aus Versehen einmal gekriegt. Deswegen heißt eigentlich, wenn ich hier mehr herstelle, ist es gar nicht mehr so wild. Silbererz. Habe ich auch nur zufällig bekommen. Genauso wie den Smaragden. Habe ich nur bekommen gehabt, weil ich die kaputt gehauen habe. Haben wir hier Rosenquarzsiegel. Was brauchen wir nochmal für die anderen? Wir hatten doch hier unten irgendwo.
Hier das hier. Aquamarin. Und wir haben doch noch eins irgendwo, ne? Aquamarin. Wow, die ganzen Leute wollen ganz viel von uns. Uiuiuiuiuiui. Treibende Ruinen, ja, da war aber auch irgendwas mit. Weiß ich nicht. Okay. So viel ist ja dann gar nicht, ne? Da oben geht's auf jeden Fall noch lang. Aber da waren wir ja auch mal. Nicht so richtig waren wir da, aber wir haben es ja schon gesehen gehabt, da war irgendwo kalt. Da war kalt, auf jeden Fall. Warum ist der eine da eigentlich? Warum bist du mitten auf dem Meer? Was machst du da? Oh, oh. Hey. Ja, um Eddie habe ich mich jetzt nicht mehr gekümmert. Nee, weiß nicht. Du bist gar nicht mitten auf dem Meer. Hä? Warum wird das hier so angezeigt? Das ist ja komisch. Das sieht aus, als ob er hier mitten auf dem Meer wäre. Aber ist er nicht. Da kann ich mich nicht hin teleportieren. Nee, ist eigentlich nur noch das eine Siegel hier. Die wollen, dass ich irgendwelche Sachen für sie erledige. Eddie, Jade, ich weiß gar nicht. Entschuldigung. Wir hatten doch auch noch Sachen zum Abgeben, ne? Ja, schalte Marktisch 2 frei. Du kannst mich mal, weißt du was? Also, Pearl. Espen kann dir eine Tischverbesserung bauen. Alles, was du tun musst, ist in deine Zukunft zu investieren. Ich weiß nicht, was sie meint damit. Bis heute nicht. Hab die Aufgabe ganz am Anfang bekommen. Ich glaube wirklich, es geht um mein Haus. Aber wie oft soll ich mein Haus verbessern? Was sind Jobaufgaben? Apropos Jobaufgaben. Wir hatten doch hier noch dieses Schild. Das hier, ne? Oh. Ich weiß, wieder eine Aufgabe, die dran stand. Das war mein Blumenkohl und den habe ich schon verarbeitet. Und ich habe letztens noch... ich habe letztens noch gesagt, ich sollte den nicht... Nein, ihr solltet den nicht... Oh. Blütenzitrin. Trockenpilze. Trockenpilze? Trockenpilze kriege ich doch hin, oder? Aber angenommen... Für Trockenpilze, die andere Aufgabe habe ich jetzt wirklich angenommen oder so. Von daher ist das ja nicht so schlimm. Trockenpilze, habe ich nicht noch welche? So rein zufällig? Weil damit können wir natürlich auch Geld machen, wobei ich immer noch finde, dass wenn ich Edelsteine herstelle, dass das einfach besser ist. Also dass mir das mehr bringt. Aber wer bin ich schon? Also hier sind auf jeden Fall geschnittene Pilze. Ein Gericht, oder? Trockenpilze? Jetzt nachher kann ich das gar nicht machen. Nee. Trockenpilze. Jetzt habe ich irgendwas angenommen, was ich gar nicht machen kann, wahrscheinlich, oder? Trockenpilze. Ich war irgendwie der Meinung, ich könnte das machen. Das könnte jetzt schwierig werden. Oh, oh. Trockenpilze, ich, ja.
Studentenfutter habe ich hier. Knollensalat. Karamellisierte Nüsse. Ja, nicht ganz. Unentdeckter Gegenstand. Die sind alle unentdeckt. Pilzomelett. Ich glaube, da gibt es Probleme mit der. Oh. Ich dachte wirklich, ich könnte das herstellen. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mist. Ja genau, erreiche Ebene 25. Das mache ich nebenbei. Da braucht ihr nicht mitkommen. Ihr habt es jetzt einmal gesehen, wie es da aussieht. Das wird sich in den nächsten Ebenen nicht verändern. Und wenn doch, dann kann ich euch das ja trotzdem noch irgendwie vielleicht reinschneiden oder so. Ich meine, die VODs von den Streams bleiben ja sowieso auf Twitch. Also von daher. Und da sprich mit Nessa. Läuft ab. Tagesende. Trockenpilze. Ja, gut. Das ist jetzt doof. Ich dachte, ich könnte Trockenpilze herstellen. Ich dachte es wirklich. Käse. Dann sprechen wir noch mit Nessa. Beziehungsweise ich kann mal gucken, ob das Ferrit schon fertig ist. Jupp, ist fertig. Dann upgraden wir das natürlich noch. Oh, wir sind auch schon ganz weit. Oh, nur denn. Dann upgraden wir doch noch unsere Hacke. Laden öffnen. Ich hätte gerne die hier. Die ist jetzt, wenn ich da bis Ebene 25 vordringen soll, dann ist die erstmal wichtig. Ja. Eine Ferrit-Spitzhacke. Sehr schön. Und jetzt kann ich direkt mal gucken, was das nächste ist. Silber. Ihr Silberbarren. Mensch. Das wird immer mehr, ne? Hier dann wahrscheinlich 5 und dann da 6. Ah, ja, ja. Es ist okay, verstehe ich. Und teuer. Teuer wird das auch. Okay, aber das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Einen kleinen Bereich Zustell kostet Mana. Ja, gut, das kennen wir ja, ne? So. Nessa? Nessa, wo bist du? Wo war Nessa jetzt? Du bist hier irgendwo unten. Ach, du bist hier drin, ne? Da. Nessa? Aber ich will die eigentlich gar nicht stören, ne? Die singen da so schön. Du hast eine Aufgabe für mich? Vielleicht störe ich dich. Was willst du denn? Jade. Aufgabe. Hey, du hast den Hafen geöffnet. Danke dafür. Jetzt kann ich mein Geschäft wieder aufmachen. Ich bin Jade. Ich besitze das beste Versandlager der Stadt. Naja, es ist das einzige. Aber es ist trotzdem das Beste. Das ist der perfekte Ort, um Artikel in großen Mengen zu versenden. Mit größerer Lieferung, bessere Waren, verdienst du mehr Geld. Und übrigens kannst du mit Versandverträgen mehr verdienen als mit dem Verkauf am Markttisch. Aber sag das nicht meiner Schwester Pearl. Oh, Pearl ist deine Schwester? Oh. Willst du das mit den Versandverträgen mal ausprobieren? Erfülle einen Versandvertrag. Okay.
So gefällt mir das. Alles, was du tun musst, ist, die Versandvertragstafel vor meinem Versandlager zu lesen. Sammle alle Sachen, die im Vertrag stehen, um sie dann von der Insel zu verschicken. Einfacher geht's gar nicht. Versuch's mal, einen Versandvertrag zu erfüllen. Dann gebe ich dir einen Bonus für die Fertigstellung. Ja, das habe ich gesehen, die 500. Ich muss euch aber... Oh, hier ist ja auch noch was. Was ist denn hier los? Dass die hier alle sich versammelt haben. Waren wir hier jemals drin? Hier waren wir doch noch nie drin, oder? Das ist doch... Waren wir hier schon mal... Das ist doch neu, oder nicht? War ich hier schon mal drin? Ich weiß es nicht. Kann ich mich hier hinsetzen? Kann ich. Ich erinnere mich nicht. War ich hier schon mal? Könnt ihr aufhören zu diskutieren? Was ist denn los? Tag auch. Aufgabe. Ja, oh Gott, ich habe ein DIY-Projekt begonnen. So eine Aufgabe ist das. Aber mir sind die Materialien ausgegangen. Könntest du sie für mich besorgen? Latterbauer. Nee. Nee, danke. Das brauche ich selber. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, aber das brauche ich selber. So, ich muss dich jetzt aber trotzdem leider unterbrechen. So, Aufgabe einlösen. Herbstcafé, die Bürgermeisterin hat mir gesagt, dass du vorbeikommen würdest. Ich hoffe, du bist bereit für meinen teuflisch genialen Angelwettbewerb. Achso. Ja, also... Angelwettbewerb. Achso, ja, da war ja was. Deswegen habe ich das, glaube ich, nie gemacht. Achso. Klar. Da ist auch Eddie. Ach, warte mal, die sind alle hier, weil es ist dieser Angeltag heute, oder? Deswegen sieht das hier auch alles anders aus. Warte, Kalender. Es ist auch der letzte Tag, ja. Deswegen sieht das hier alles anders aus. Oh mein Gott, ja. Das ist ja das, was ich nicht gemacht habe. Das heißt ja auch, in der nächsten Folge haben wir schon Herbst. Das ist der letzte Sommertag gewesen. Angelhaken und Schnürfest. Oh, ja. Und die aktuellen Versandverträge laufen deswegen heute ja auch ab, weil es der letzte Tag ist. Ja, das ergibt Sinn. Der Sommer ist bald vorbei. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Wenn der Herbst beginnt, verlierst du alle angebauten Feldfrüchte. Vergiss nicht, sie zu ernten. Das haben wir ja gemacht, zum Glück. Deswegen sieht das hier so... Ich dachte so, hä? Warum sieht das denn hier so anders aus? Hi! Einmal habe ich einen Thunfisch gefangen. Ja, ja. Das ist schön. Aufgabe. Ahoi, Herzchen! Ich hoffe, die Fische beißen bei diesem wunderschönen Angelhaken und Schnürfest für dich an. Hast du Lust, dich einer Angelfest-Herausforderung zu stellen? Es ist nicht besonders schwierig. Aber wenn es einfach wäre, wäre es ja keine Herausforderung. Wenn du mitmachen willst, gib einfach dein Bestes und schau, wie festlich du fischen kannst. Es ist ein toller Preis für dich drin. Oh mein Gott, das Blütenfest wäre hier drin auch gewesen, ne? Und ich habe mich gewundert, warum draußen halt nichts ist. Fange 12 Fluss- und Salzwasserfische. Für einen kleinen Sause. Eieiei. Ah, du, Eddie, weißt du, die Folge ist ja auch schon zu Ende und so. Also. Ah, das ist jetzt. Ja, gut. Dann wissen wir es auf jeden Fall fürs nächste Event, dass das hier drin ist. Ich habe mich schon gewundert. Och, Mann. Ja, gut. Na gut. Jetzt weiß ich es auch. Jetzt weiß ich es auch. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr alles. Salzwasser für... Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Da kommen wieder Sardinen oder so. Immer noch das Sardinentrauma.
Das werde ich nicht mehr los. So, dann würde ich aber sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei einer nächsten Folge wieder. Und dann im Herbst. Passend zum Herbstkaffee. Bis dann. Tschüss.